Hello again! Ich freue mich so, ich habe auf den ersten Rewe und es war wieder der gleiche wie das letzte Mal im Prenzlberg, wo früher der Vegan war, aber dann auch tatsächlich in meinem Mini-Klein-Rewe um die Ecke, habe ich später nochmal gesehen, dieses Eis hier gefunden. Sunny Honey Home. Ich habe den Namen erstmal total oft verwechselt vorher. Ich freue mich so sehr darüber. Einerseits, weil das Design richtig cool ist, zweitens, weil es eine sommerliche Sorte ist. Aber ich muss euch schon sagen, ich glaube, es wird nicht meine Lieblingssorte, weil ich generell so sehr fruchtige Sorten, die so zitronig sind und so weiter, eigentlich immer so eher als Cornetto mag, so à la Buttermilk Fresh, weil das hier ist eine Creamy Lemon Flavor Ice Cream. Wir schauen dann gleich, wie viel Lemon wirklich drin ist, weil ja nur Lemon Flavor steht. Also eine Sahne wahrscheinlich, Zitroneneis mit Honig-Karamell-Soße, Honey-Caramel-Swirls and Lemon-Flavor-Cookies und dann nochmal Zitronenkeksen drin. Oder Zitronengeschmackskeksen. Es ist wieder so eine Refugees Welcome, Geflüchtete Willkommen-Sorte. Das, ja, finde ich cool. Ich sag nur damals One Sweet World und da war ich, und auch Save Our World, das war zwar, da ging es um Umweltschutz und nicht um Refugees Welcome, aber ich muss sagen, ich bin deswegen, glaube ich, am allermeisten gespannt drauf, weil ich damals von den zwei Sorten auch nicht viel erwartet habe und die da mit meinen liebsten Ben Jerry's ever geworden sind. Aber ich glaube, es wird hier nicht so, weil hier ist auch keine Marshmallow-Sauce und so drin und keine Schokolade und ihr kennt mich. Aber gut, wir schauen mal. Wer von euch hat es schon probiert? Weil ich habe von einigen von euch schon, auch aus Holland, haben sie es teilweise schon geholt, aber auch schon vorher haben die es bei Rewe gefunden. Ich noch nicht. Ich jetzt erst. Ich finde die Farbe auf jeden Fall sehr cool. Das Gelb mit dem Blau, das gefällt mir richtig gut. Wir haben natürlich 465 Milliliter. 500 Milliliter gibt es einfach nicht mehr bei Ben Jerry's. 391 Gramm wiegt es. Und es ist gerade im Angebot diese Woche für 4,99 bei Rewe statt 6,99. Also 2 Euro spart ihr, wenn ihr diese Woche hingeht. Und auf die Verkehrsbezeichnung hinten, also nicht nur das schöne Marketing vorne drauf, heißt Eiscreme mit Zitronengeschmack mit Honig-Karamell-Soße 8% und Kekse mit Zitronengeschmack 8,5%. Also 16,5% Mix-Ins, wie ich es immer nenne. Finde ich jetzt nicht viel für Ben Jerry's, ehrlich gesagt. Immerhin ist die erste Sahne, das ist erste Sahne, die erste Zutat ist nämlich Sahne, 28%. Danach kommt das Wasser, dann die konzentrierte Magermilch, dann Zucker, bla 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 bla. Dann kommt 1% Honig. Boah. Also 3,91 Gramm pro Becher. Es ist nicht mal ein Teelöffel, aber gut. Es ist immerhin drin. Ich schaue nur. Und dann haben wir natürliches Zitronenaroma. Dann haben wir nochmal natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen in einem Satz. Aber wir haben keine echte Zitrone drin. Das finde ich schlecht. Aber deswegen haben sie es auch so genannt. Großer Kritikpunkt hier. Aber deswegen wird es wahrscheinlich auch richtig ziemlich geil, so Buttermilk, Lemon, zitronig schmecken. Weil das ist ja eigentlich der Geschmack, den wir mögen, wenn wir ehrlich sind, ne? Mal von Health und sowas abgesehen. Ich finde es total cool, dieser kleine Honigtopf hier hinten für 3,91 Gramm Honig. Da steht nämlich der Spruch drin über die Sorte. Lesen wir es mal zusammen. There's something extra sweet, ist so klein, under the lid. Sunny Honey Home brings your flavor inspiration from Morocco, Afghanistan and Syria right to your spoon. We created this flavor in collaboration with 6 entrepreneurs with refugee backgrounds and allies from the migrant and entrepreneur community. The best part, the proceeds support people with refugee backgrounds in starting their businesses, helping them to make their own success. Find out more at benandjerrys.com/upcollective. Okay, also in USA gibt es sie, soweit ich weiß, nicht. Aber es ist trotzdem auf einer .com-Seite, aber im europäischen Ausland eigentlich fast überall, glaube ich. Und wurde also mit zusammen gemacht. Ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu gar nicht mehr sagen. Ich muss nochmal sagen, wie geil ich das Design finde. Ah, warte, hier steht. Haha, hier steht was zur Zitrone. For lemon, only natural flavoring is used. Aber eben keine echte Zitronensaft oder so. Naja. Auf 100 Gramm Kalorien haben wir 258 Kalorien, 14 Gramm Fett, also ist nicht Low Fat oder so, weil Zitrone ist kein Sorbet, Sahne-Eis eben, 28%, 28 Gramm Carbs, davon 22 Gramm Zucker und 4 Gramm Eiweiß. Also eigentlich stinknormale Ben & Jerry's Sahne-Eis, Nährwerte. Da sind ja auch viele Kekse drin. Ich habe das Schutzschild hier schon abgemacht, dass es jetzt schneller geht, weil ich da mal so rum mache. Tada! So schaut's aus. Übrigens, kleine Unterbrechung. Ich bekomme immer wieder Nachrichten zu Löffeln. Den hier gerade nicht, aber den gab es ja auch schon lange. Habe ich euch immer mal wieder angeboten. Es gibt gerade andere Löffel. Ich bekomme auch ständig Fragen dazu. Ich blende es euch jetzt mal ein.
Schreibt mir, wenn ihr so einen wollt, bei Instagram am besten oder per E-Mail. So, jetzt also Zitronen, Sahneeis, Honig, Karamellsoße und Zitronenkekse. Ist auf jeden Fall perfekt angetaut. Wenn es so leicht am Rand oben raufkommt, dann sieht man immer, jetzt ist es soweit. Also optisch ist echt schön. Ich rieche tatsächlich Buttermilk und meine Nase ist voll damit. Buttermilk-Aroma. Mhm. Schmeckt wie Buttermilk Fresh. 100%. Fast noch cremiger. Also eigentlich geil. Es hat ein bisschen so einen bitteren Zitronen. Also ein bisschen hat es diese Bitternote von Zitrone. Finde ich gut. Das ist schon sehr lecker. Ich will mir davon halt keinen Pint reinknallen, wisst ihr? Vielleicht ist das auch mein Problem mit Zitroneneis, dass ich davon einfach keinen Pint weg esse. Ich esse alles sonst als Pint weg oder auch zwei oder drei. Also schreibt mal drunter, wie das bei euch ist. Hier ist jetzt ein Keks drin. Achtung, Ableckalarm. Ja, so was in der Art habe ich erwartet. Also eine Optik. Sieht ein bisschen aus wie damals die Kekse bei Water Lotta und Speculoos Cookie Core. Also die haben alle immer irgendwie so ungefähr die Größe. Aber der hier ist, glaube ich, nicht fettbeschichtet. Also so sieht er aus. Es ist eigentlich so ein bisschen wie so ein leicht mehr chewy Mürbeteiggebäck. Irgendein Coating ist drumherum. Ich muss sagen, ich schmecke da nicht viel Zitrone raus. Das ist wahrscheinlich daran liegt, dass die Basis einfach so krass zitronig schmeckt. Ich probiere jetzt mal was von diesem Swirl, der schon sehr verstrudelt ist hier oben. Sehr schwer, den irgendwie rauszubuddeln. Aber hier kommt gleich nochmal so ein Keksstück da vorne. Also hier ist jetzt der Swirl mit drin auf jeden Fall. Schmeckt ganz leicht Honig. So im Nachgeschmack. Ich hätte mir mehr erhofft. Ich erinnere mich damals noch an diese Greek Froyos. Da gab es auch eine Sorte mit Honig. Da war der Dollar der Honiggeschmack. Ich habe jetzt aber auch nicht viel erwischt vom Swirl. Also ich buddel mal weiter und zeige es euch dann nochmal. Also Kekse sind auf jeden Fall am Start. Swirls leider bisher echt nicht so. Die Kekse auch einige große. Es ist halt einfach ein bisschen langweilig. Für mich. Aber ich glaube, einige hier werden es richtig feiern. Wenn man Buttermilk Zitrone mag, halt sowieso. Aber ich hätte mir irgendwie noch was anderes gewünscht. Sowas wie einfach weiße Schokolade noch zusätzlich oder so. Wisst ihr? Oder so einen leichten, salzigen Graham Cracker Crunch Swirl. Irgendwie so. Ja, aber von diesen Keksstückchen sind echt einige drin. Ich muss euch sagen, Swirl habe ich eigentlich gar nicht gefunden in diesem Pint. Weiß nicht, ob ich Pech hatte oder ob es sehr verstrudelt war. Schmeckt kaum nach Honig. Ist schon echt lecker. Irgendwann würde ich es vielleicht nochmal wiederholen, aber dann irgendwas noch dazu mixen. Und ich weiß nicht, ob ich Pech hatte. Schreibt mal drunter, ob ihr mehr Swirl drin hattet. Keine Ahnung, aber da war echt kaum was, nur diese paar kleinen Zellchen. Das sollten ja 8% sein, also eigentlich genauso viel wie auch von den Stückchen. Und das, nein, außer es ist halt komplett mit der Basis vermischt worden. I don't know. Der ist halt schon drin, aber der ist so dünn und verstrudelt. Dann muss mehr Honig drin sein, dass man ihn rausschmeckt. Aber ihr wisst ja, ich habe auch immer so dicke, gooey Bunker eigentlich lieber an Swirl. Und das geht bei Karamell eigentlich gut. Schade, hätte besser sein können. Aber schlecht ist es nicht. Und vielleicht kaufe ich es mir auch nochmal wieder. Vielleicht.